kommen aus Goedemorgen, sagt man hier in Holland oder in den Niederlanden. Das ist ja, wir sind hier in den Niederlanden so. Ich bin wieder back bei meinen Dutchies, weil wir sind in Assen und es ist schon das letzte Wochenende der DTM. Ich war hier noch nie, aber die Strecke sieht richtig geil aus. Ich muss jetzt mal sagen, die Strecke sieht echt cool aus. Wir hatten gerade das erste Meeting, haben um 11:45 freies Training. Heute wieder zwei freie Trainings, wie eh und je, wie immer. Und es ist wolkig, aber er sagt heute keinen Regen. Und ansonsten, ja, alles easy, alles fresh. Johnny Fred sieht gut aus. Ich habe hier eine neue Schaeffler-Jacke an. Sieht echt geil. Neue Weste hatte ich auch am Dienstag mit dem Wittmann zusammen. Ein Shooting war sehr, sehr lustig. Und ja, die Sachen gibt es hier auch auf der Strecke zu kaufen. Wie auch meine Merch-Sachen, wo ihr mal vorbeischauen solltet, wenn ihr an der Strecke seid. Hockenheim und Nussen haben wir auch noch. Haben wir auch morgen hier und am Sonntag die Autogrammstunden, wo ich mich sehr drauf freue. Es sind anscheinend 30.000 Tickets verkauft. Aber ich rede schon wieder eigentlich viel zu viel, weil ich wollte eigentlich nur guten Morgen und Hallo sagen. Von daher Sers und wir sehen uns nachher wieder. Ich habe es auf jeden Fall erstmal FP1 und ziehe mich um und ich rede schon wieder viel zu viel. Tschüss. Vorbei. Ich bin das erste Mal hier in Assen und ganz ehrlich, die Strecke ist richtig geil. Also ich meine, ich bin hier am Summ davor gefahren und dann weißt du immer schon, wo es lang geht und wie du was zu fahren hast. Aber im echten Leben ist sie einfach nochmal viel, viel geiler. Ich bin echt gespannt auf die Rennen hier. Das kann lustig werden. Ich hatte in FP2 auch einen kurzen kleinen Moment in der vorletzten Kurve in der schnellen Links. Dachte mir auch kurz ganz so, nicht so cool. Aber nee, Strecke ist richtig cool. Ist auch echt wieder irgendwie schön in Holland zu sein, ein paar Dutchies heute schon da gewesen. Ja, Freitag ist immer, ja, sag ich mal, Testprogramm abspulen. Mal schauen, wie morgen Quali 1 läuft und Rennen 1. Mir macht die Strecke Spaß und ich gehe jetzt erstmal was essen und dann ins Bett. Und ja, hoffe, dass morgen gut wird. Also von daher, see you tomorrow, friends. Nach der ersten Autogrammstunde. Hat heute Morgen leider ein bisschen wenig Zeit, um euch Hallo zu sagen. Aber es war vor dem Quali und hat andere Sachen im Kopf. Aber ja, Quali ist es einfach wieder super eng zusammen hier. Wir sind 19 da, starten von 19 jetzt. Mal schauen im Rennen, wie viel drin ist. Ich hoffe, es passiert ein bisschen was. Auf jeden Fall hatten wir gerade eine Autogrammstunde und es war mega, wieder Fans da zu haben. Bilder zu machen mit den Dutchies. Freut mich richtig. Morgen haben wir auch nochmal eine. Von daher, yes. Und jetzt läuft der Jan gleich in niemanden rein. Ich esse jetzt schnell was, gehe nochmal kurz über Daten drüber, um zu schauen, was ich noch ändern sollte. Und dann ist Rennen 1. Drückt mir die Daumen. Hey, wir sind zu vier.
Astra! Mega, sehr gut. Oh, super, ich freue mich so. Man muss aber Glück haben, oder? Es kommt. Geht doch. Ich habe meine ersten Punkte in DTR. Wer hätte das gedacht? Von 90 gestartet und das war ein krankes Chaosrennen. Also wirklich ein krankes Chaosrennen. Aber es war geil, es hat uns auf jeden Fall viel gebracht und wir hatten die richtige Strategie. Wir hatten echt ein bisschen Glück natürlich, gehört immer dazu. Also 9. geworden. Aber 7. in der Wertung, weil 2 Gaststarter vor uns sind, bedeutet, wir bekommen die Punkte für den 7. Platz. Und meine ersten Punkte der DTM und ich freue mich mega, weil endlich mal was gut gelaufen ist und besser, viel besser als ich erwartet. Es freut mich extrem für die Jungs. Full Lauber. Und ja, morgen neuer Tag, von daher wieder angreifen und schauen, was wir noch besser machen können. Und noch dazu war mein Auto einfach komplett schief. Das war gerade. Also ich musste die ganze Zeit die letzte Hälfte des Rennens mit einer komplett schiefen Lenkung fahren. Wegen einer kleinen Loft-Touch, den ich hatte. Aber ja. Guten Morgen. So, es ist Sonntag, letzter Tag. Wir haben jetzt gleich Poli 2, von daher Daumen drücken. Ich muss jetzt auch ins Auto. Und wir sehen uns danach wieder. Tschüss. They could have really warned us, man. They could have... vorbei. Rennen war so lala, ganz ehrlich. Wir sind 16. geworden. Hatten aber auch so ein bisschen auf die Strategie geschaut, um Hockenheim nicht ganz so schlechte Reifen zu haben. Von daher war es klar, dass wir heute nichts zerreißen werden eigentlich.
Aber ich wollte mal ganz kurz hier das Bild herzeigen, weil ich habe das von einem Fan bekommen. Ich habe gestern einem Mädchen eine Cap geschenkt und die ist dann nach Hause gefahren und hat mir das noch gemalt gestern, den gesamten Nachmittag und Abend. Und ich finde das mega süß und wollte das nur kurz zeigen. Und ansonsten wirklich, die Fans hier waren der Hammer. Es waren so viele Mädels da, es hat mich extrem gefreut. Ich habe auch noch ein Geschenk bekommen, einen Brief und hier die typisch holländischen Waffeln, die mit Honig innen drin sind. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch alle noch hocken haben, noch ein Oris hinkommt. Es freut mich immer extrem und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, aber das haben wir die ersten DTM-Punkte. Juhu!